Hey, Mathe-Fans, ein Bauer zählt 150 Tiere, Hühner und Schweine. Doch als er die Beine zählt, kommt er auf 444 Stück. Jetzt bist du gefragt, wie viele Hühner und wie viele Schweine hat der Bauer? Klick einfach, dann zeig uns deinen Lösungsweg in den Kommentaren. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du Mathe liebst. Gut zu wissen. Dieses Rätsel trainiert dein logisches Denken, perfekt für Mathe-Fans und clevere Köpfe. Hey Mathe-Fans, ein Bauer zählt 150 Tiere, Hühner und Schweine. Doch als er die Beine zählt, kommt er auf 444 Stück. Jetzt bist du gefragt, wie viele Hühner und wie viele Schweine hat der Bauer? Klick einfach, dann zeig uns deinen Lösungsweg in den Kommentaren. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du Mathe liebst. Gut zu wissen. Dieses Rätsel trainiert dein logisches Denken, perfekt für Mathe-Fans und clevere Köpfe. Vielleicht 100 Hühner und Schweine dazu. Hey, Mathe-Fans, ein Bauer zählt 150 Tiere, Hühner und Schweine. Doch als er die Beine zählt, kommt er auf 444 Stück. Jetzt bist du gefragt, wie viele Hühner und wie viele Schweine hat der Bauer? Klick einfach, dann zeig uns deinen Lösungsweg in den Kommentaren. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du Mathe liebst. Gut zu wissen, dieses Rätsel trainiert dein logisches Denken, perfekt für Mathe-Fans und clevere Köpfe. Auf dem Hof, da gibt's ein Rätsel heut. Der Bauer grübelt mit viel Freud. Wie viele Schweine, wie viele Hühner? Die Antwort liegt doch in den Zahlen drüben. Vier Beine hat ein Schwein, ganz klar zwei.